Wer Kinder hat, der sorgt sich. Kein Wunder, dass sich 80% der Eltern Sorgen machen, wenn ihr Kind allein auf dem Weg zur Schule ist. Das ergab jetzt eine Studie des ADAC. Befragt wurden rund 1000 Eltern von Grundschulkindern in strukturschwachen und in strukturstarken Gebieten. Ist die Sorge der Eltern berechtigt? Immerhin gab es im Jahr 2016 so viel verunglückte Kinder im Straßenverkehr wie schon lange nicht mehr. Jedes vierte Kind in den genannten Gebietstypen ist heute ganz allein unterwegs zur Schule. Zwei Dinge beunruhigen Eltern: der Verkehr und sogenannte Ängste um die soziale Sicherheit. Gerade in strukturstarken, überwiegend städtischen Gebieten nimmt der Verkehr immer weiter zu. Rücksichtslose Autofahrer sehen die Eltern hier als ein Problem. Dichter Verkehr, Unübersichtlichkeit durch parkende Autos, vielbefahrene Straßen und Kreuzungen – der Schulweg ist in den Augen der Eltern ein Risiko. Und dann ist da noch die Angst, das eigene Kind könnte von Fremden angesprochen werden. In strukturschwachen, meist ländlichen Räumen ist diese Sorge geringer. Dafür leiden die Kinder und ihre Eltern hier unter der schlechten Infrastruktur. So sind zum Beispiel Gehwege unzureichend ausgebaut oder manchmal gar nicht vorhanden. Kein Wunder, dass sich Eltern angesichts solcher Bilder Sorgen machen. Die Empfehlung des ADAC, egal ob für die Stadt oder den ländlichen Raum, ist klar. Der ADAC empfiehlt, dass in erster Linie die Infrastruktur weiter ausgebaut wird. Straßenbeleuchtung, Gehwege, genauso wie Querungsmöglichkeiten, an denen die Kinder sicher die Straße überqueren können. Genauso sollte es mehr Schulwegepläne geben und mehr Schülerlotsen. Wichtig ist aber auch, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer zum Thema Sicherheit auf dem Schulweg sensibilisiert werden. Weitere Ergebnisse der Studie des ADAC finden Sie unter adac.de.